Hallo und willkommen zurück zu Legends of Equestria. So, hab's gerade irgendwie hingeglitscht, dass der Punkt da war, obwohl er eigentlich schon wieder weg sein sollte. Das ist nur der Marker, dass ich. Ah ja. Gut. Questy. Da. Habe ich mit dir schon mal geredet? Jeden Fall kommt da nichts Besonderes. Bin ich gleich größer geworden durch das Level Up? Schreibt's in die Kommentare. Das schaut komisch aus, dass ich in den Eimer reinlaufe. Habe ich doch lieber ein Stift an. Ich will nicht in den Eimer reinlaufen. Kann man ja verkaufen, denke ich mal. Sieht nicht aus, wie als wäre das eine effektive Waffe. Also, sieht doch nicht so aus, als würde dastehen, dass es eine effektive Waffe wäre. Ergibt wohl Sinn, oder? War jetzt wahrscheinlich auch nicht süß. Ah ja, jetzt muss ich eins drücken, weil das jetzt woanders drauf liegt. Kann man hier reingehen? Ja. Ist aber so ein Ding jetzt. Dann nicht. Da lang. Das erklärt einiges. Also man kann doch da reingehen, aber das Server hat gehangen. Da wollte ich nicht hin. Ah, so. Ja. Ach so, ich bin wieder auf meiner ersten Page. Das mit den Skills muss ich eh. Da muss ich mal gucken, was macht. Weil, was zur Hölle bringt's mir. Ja. Was bringt mir das? Welchen Sinn hat es, das regnen lassen zu können? Außer, dass es halt cool ist, wenn da sowas regnet. Okay, reden wir mal einen von euch an. Das ist ja wahrscheinlich eh so eine. Ja, das ist wieder so eine Zusammentalkerei. Going Timberwölfe, ja. What? Text Walls over Text Walls. Ja, genau. Zusammen können wir das besiegen. Bin Level 2 und habe ewig viele Skills. Das wird schon funktionieren. Ja, Abenteuer ist gut. Wie die sich dann alle auf einmal auflösen. Alles weg. Wo ich muss hingehen. Die fettgedrückteren Hauptquests. Oder, nee, ich glaube, es ist einfach nur dünner, weil es so ewig lang ist.
In der Evershade Woods. Wo genau ist der Eingang davon? Die Richtung? Ich brauche keine Brücken. Ich teleportiere mich einfach rüber. Sofern ich Energie habe. Da steht hier auf dem Schild. Evershade, ja. Now loading. Sieht aber cool aus. Ornette. Ornette. Oh, das ist rein theoretisch der erste Ort, an den Gegner auftauchen. Interessant. Da komme ich vielleicht mit meinem Cousin wieder. Dann können wir zusammen kämpfen. Auch wenn er vielleicht keine Quest hier drin hat. Weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken, ob er vielleicht auch eine Questreihe hat, die ihn dorthin führt. Ich habe hier, glaube ich, auch noch. Da hinten ist auf jeden Fall noch Marker. Oder ist das einfach der, der mich wieder zurück nach Dingens bringt? Ach so. Bin ich verwirrt, warum mein Teleport nicht geht, weil jetzt ist der ja auch. Das ist ein bisschen doof, warum gibt es kein Menü, wo alle Skills einfach drinne stehen? Ich meine, kann ich die Skills, die. Die da. Hier von euch habe ich ihn geskillt. Warum sind jetzt alle wieder ausgegraut? Transfusion. Das war das hier, oder? Das ist Transfusion, ja. Kann ich das hier nehmen? Ich stehe nicht mal, als ich es geskillt hätte. Kann ich das hier nehmen und vielleicht da einfach reinziehen? Das wäre cool. Man kann die unter sich verschieben. So in dem Sinne. Das funktioniert. Ich kann ja nicht die Seiten wechseln, während ich die in der Hand habe. Kann ich die vielleicht selecten? Ja, nee. Dann nutze ich sie ja. Kann ich nicht in dem Sinne selecten, um sie zu verschieben. Ich meine, Teleport eigentlich nicht auf der Emote-Seite haben. Zurück nach Cantamore. Kann man eigentlich auch nach. Wie heißt Cloudstell in diesem Spiel? Weil eigentlich können ja nur Pegasis auf den Wolken laufen. Also wird das dahingehen ja nicht wirklich leicht. Oh, ja, ich lasse Candys ringen. Vielleicht hilft das ja auch bei dem einen, aber der will eigentlich keine Candies. Was sagst du dazu, wenn ich vor dir Candy regnen lasse? Was sagst du dazu? Er ist nicht sehr beeindruckt, würde ich mal fast sagen. Das ist schade. Ja, aber ich habe ja nichts. Ich habe nicht das Item, was der will. Das ist dahin. Oh, hier steht jetzt zumindest mal was. Okay, wo sind denn noch Questmarker hier? Einer ist in der Richtung, wenn ich das richtig sehe. Nein, wollte eigentlich nicht. Nein, nicht mich targeten. Dann funktioniert der Teleport nicht. Erstmal an den Baum teleportieren, auch gut.
doch auch ein Ausrufezeichen, oder? Da oben. Warum bin ich wieder getargetet? Nein, das wollte ich nicht. Passt natürlich auch gut. Ah. Nein. Don't move. Warum nicht? Hi. Oh. Yes! Warte mal. Also, ich habe jetzt nicht millionenmal diesen Knopf gedrückt, aber ich kenne die Moves. Egal, der Name ist unwichtig. Learn Terry mit Spell. Habe ich die jetzt im Inventar oder so? Oder, ne, Inventar ist der andere Button. Wenn ich ein Spell lernen muss, dann muss sie doch auch irgendwo sein. Oder, warte mal. Warte, das ist von der Person da wahrscheinlich, die Spell. Die lerne ich von der Person, so wird es wahrscheinlich gedacht sein. Hi. In der Nähe ist ein Ausrufezeichen, das muss ja dann irgendwo hier sein. Ah, ja, das ist der hier unten. I'm ready. Sag mir mehr. Ich lese es zwar nicht, aber das ist mir jetzt auch wurscht. Warte. Selected. Tab. Warte, wo ist denn das Skill? Wie heißt denn der? Ist da? Ah. Next Quest. Von irgendwem anders. Gut, das werde ich dann mal tun. Dann werde ich wahrscheinlich hier hoch müssen. Weil die beiden sind nicht markiert. Ja, der da ist. Mit denen muss ich eine Runde talken. Das ist die 1, das ist Spirit of Protection. Book.
Wie castet das denn auf dich? Also ich hab's auf jeden Fall in dem Sinne gecastet, dass jo, ich hier neben dir stehe und das gecastet habe. Kann es auch mich selber casten, aber ich kann dich nicht anklicken, dass so ein Ding jetzt drumherum ist. Kann mich nur in dich reinstellen und dann 1 drücken. Das ist das, was ich machen könnte. Wie soll ich das denn an dich, auf dich casten? Zu dir casten. Tun, tun, tun. Ach so. Okay, dann einfach mit dir reden. Big Sage. Ah, der Punkt ist irgendwo hinter mir. Farblich ist es ein bisschen komisch, weil das irgendwie fast unsichtbar ist, dieses Ausrufezeichen. Aber passt schon. Reden. Magic Arrow. Das war eine von denen, die ich mit Dingens gelernt habe, oder? Ja, genau, Magic Arrow. Einfach an, okay. Yeah, Monster Fighting. What is my next quest? Oh! Okay, nächste Quest ist, ich muss in den Evershade Forest. In den ich ja aufgrund von der Quest auch schon rein muss. Dann hätte ich gerne noch, dass diese Quest irgendwie funktioniert, aber ich, keine Ahnung, ganze Zeit mit ihr reden bringt ja auch nicht effektiv was. Vor allem, weil der Questmarker ja gar nicht mehr bei ihr ist. Deswegen, ich glaube, da ist irgendwas geglitscht. Oder so. Naja, ich kann nur hoffen, dass es in späteren Versionen funktioniert. Und fertig. Mehr kann ich jetzt auch nicht machen. Okay, hier gab es doch Händler. Zweite Leiste. Jetzt ist das Skill wieder auf 3, richtig. Wie das ja alles umverschiebt. Ich brauche auf jeden Fall noch ein Bildschirm, wo alle Skills aufgelistet sind, damit ich die alle, wie ich will, da unten verteilen kann. Weil ich kann die zwar nehmen, aber ich kann ja eben nicht durch die Leisten scrollen, während ich die in der Hand habe. Das ist doof. Top. Shop. Deine Typ will ein Pie haben. Also muss ich irgendeine davon. Oh, das sieht cool aus. Oder es kann einfach Monster droppen, das kann natürlich auch sein. Die hat einen Hasen. Naja, wird dann wahrscheinlich wohl von Monstern gedroppt werden oder so. Evershade. Evershade. Der will den Pie. Und das funktioniert nicht. Kann ich höchstens noch ein bisschen durch zu Leuten talken, ob ich noch irgendwelche Quests finde. Prinzipiell ja eigentlich immer möglich. Und der hat auch einen Shop.
Da ist aber auch nicht wirklich das drin, was ich suche. Was ich mir jetzt gerade frage. Stehen hier Werte bei? Ich will wissen, wie gut das Ding ist. Kauft doch nicht einfach was, wenn ich nicht weiß, wie gut es ist. Ich meine, ich habe zwar noch kein Equipment, aber trotzdem. Kauft doch nicht einfach so. Ohne Grund. Okay. Einfach mal die ganzen NPCs hier an. Spicken! Das wieder so Guard. Aber lustig, wenn einfach diesen Guards Guild eine Quest hätte. Das fände ich interesting. Einfach mal mit allem reden. What do you want? I don't know. I don't know. Ja, neue Quest. Okay. Muss ein Buch ihn wiederbringen. Return book to library. Welche Library? Auf jeden Fall sind alle Questmarkers in der Richtung. Dass wir hier einmal wegteleportieren, Questmarker. Aber der andere ist ja der bei. Welche Library? Wo ist die? Oh, Buch. Not equipable. Return to Final Ink at the Canterlot Library. Ach so! Das ist die Bibliothek, okay. Ah, habe ich den falschen Ausgang gewählt? An welcher Richtung war die? Hier vorbei. Ah, ja. I have a book to return. Yes. Ah, okay. Was? Oh mein Gott. Schreibt das doch vielleicht irgendwie so hin, dass das nicht so ein langer Text ist. Kann man definitiv auch kürzer sagen. Dass ich zu ihm gehen sollte und ihm sagen sollte, dass ich sein Buch zurückgebracht habe. Ah, nope. Nicht dahin. So. Einfach mal kurz über die Dächer gehen, weil es funktioniert ja ohne Probleme. Hallo. Hey, Talk. Hier ist sein Buch wieder. Ja. Ja, Level 3. Kann ich weiter skillen jetzt? Ja, ich habe wieder 20 TP. Ach so, also krieg ich nochmal Erz mal 40. Okay, was mich jetzt gerade interessiert, kann man auf den Skill öfter drücken? Ne, das geht nicht. Ah, aber meine Skills werden mir wieder als geskillt angezeigt. Das finde ich gut.
kann sie keinen Tasten zuweisen. Willst du mir also sagen, ich muss damit... Also klar, ich kann die Zuweisung ja umändern, aber ja. Nach wie vor das Problem, dass ich eben das nicht verschieben kann, während ich scroll. Und so, aber gut. Das Tab, wo Teleport mit bei ist, hätte ich gerne. Das da. ja, okay, jetzt muss ich noch einen NPC finden mit einer Quest, würde ich mal sagen. Questen nicht schön. Aber das ist ein Teleporter, oder? Ja, genau, das wäre hier oben. The fuck? Kommt man gleich das ganze Gebäude hoch, statt irgendwie nur so eine Etage? Nein, man ist einfach ganz oben. Hallo? Hängt der Server wieder? Schauen wir mal. Das geht aber noch. Warum kann ich mit denen hier reden? Der NPC verbuggt? Anscheinend. Hab vergessen, dem eine Sprachbox zu programmieren. Das wäre so. Ein richtig lamer Fehler. Egal. Ah, nein. Talk. Okay. Oh. Dam da la la da 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 la. So. Was ist denn das für ein Gebäude? Ist das ein Schloss? Vielleicht da hinten? Ja, der sagt einfach nur yep. To Cloud Polis. Oh! Hier kommt man nach Cloudsdale oder wie? Oh, potenziell anscheinend. Kentamorgard. Hat nichts zu labern. Der auch nicht. Da, da, da. Da, da, da. Oh mein, Wild Guard. Der man nicht reden kann. Ah, na gut. Ah, mit der Person kann man reden. Oder auch nicht so viel am Wild Guard. Royal Guard, die haben nichts zu sagen. Royal Guard. Was ist das für ein Job, den ganzen Tag rumstehen und nichts tun? Ja gut, tun insgesamt recht viele NPCs, nämlich alle, die nicht laufen. Royal Guard, GT, Sergeant oder was. Dann ist hier wieder eine Teleporttür. Wo bin ich dann? Hier oben. Hier oben haben wir natürlich auch sicher ganz schöne Aussicht. Das ganze Geschehen am Boden. Jetzt bin ich hier oben. Ey! oh, perfekt teleportiert. Scheint hier aber auch nicht wirklich was zu bringen. Hierzu komme ich denn raus, wenn ich hier unten reingehe?
Was irgendwie der erste von denen. Okay. Ich glaube, hier gibt es nicht wirklich was Interessantes. Hier ist die Mauer. Der kann man natürlich auch mal lang gehen. Da hinten ist ein Wasserfall. Stand da gerade wer? Oh, da fliegt mir wer hinterher. Ich gehe nicht über die Brücke, nein, ich teleportiere mich. Dieses Gebäude, da kommt man nicht rein, oder? Wahrscheinlich wirklich. Okay. Die Textur fehlt von der Innenseite. Oder soll das so? Macht nämlich keinen Sinn. Kann man hier rein? Nope. Ja, eigentlich genau da wollte ich hin. Genau. Ich komme überall rein. Ah, Bump. Oh, hier laufen Hasen rum. Bunny. Kann man mit denen reden? Kann man die angreifen? Mit enough Energy. Oh. Wie ja, lange es auch dieses Zeug regnet. Ah, okay, ist weg. Habe ich XP dafür bekommen? Cannot cast at this. Ich will lesen. Ach, das scrollt wieder runter. Aber man kann diese Hasen hier attackieren. Okay. Da gibt es ja theoretisch ab dieser Stelle schon Gegner. Nur, dass die natürlich nicht wirklich. Klick. Muss ich erst anklicken? Dann nicht. Hi! Okay, das funktioniert nicht. Oh, eine neue Quest. Okay. Quest. Ich soll Steine für ihn bekommen. Wahrscheinlich Steine in dem Sinne von Items im Inventory. Steht da auch dabei, wie? Das reicht auch so. Danke. Was soll ich gucken? Du kannst du sagen, wie?
soll ich denn jetzt Steine herbekommen? Muss ich die Hasen bekämpfen? Au. Was ist los? Ja, eins war mein Schutzschild, zwei war dieser Regen, ne, zwei war nicht dieser Regen. Regen war was anderes. Weiß ich, kann Kissen schmeißen. Ein Orchester, warum genau hatte ich das jetzt geheilt, frage ich mich. Neun. Au, 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 au. Warum macht der Hase so viel Schaden, obwohl er aktiv nicht so, obwohl es aktiv nicht ausschaut, wie als würde er angreifen? Hä? Willst du mich, wie kann der mich denn aus der Entfernung treffen? Ich stand doch, au. Warum ist das eigentlich so laut? Ich stand doch voll weit hinter dem. Wie kann der mich denn dann treffen? Was ist das für eine Logik? Also. Ah, ja, gut. Dann laufen wir jetzt einmal eben wieder dahin. Wo ist meine Teleportationsleiste? Ist ja ein bisschen doof, dass du durch die Menge an, dass ich effektiv nicht ganz weiß, für was welche Skills sind. Die Quest ist in der Richtung, glaube ich. Not enough energy. Durch die Tür. Wow. Hä? Oh, ich habe hier lauter Questmarker. Ich muss wohl doch nicht die Hasen töten. Oder wohin führen einen die Questmarker? Was soll mir das sagen? Der Richtung soll auch einer sein. Oh. Ah ne, drei. Ne, aber hä? Oder soll ich doch gegen die kämpfen? Das ist der Marker, der zu ihnen selber führt. Ah, und das sind die beiden dahin. Dann muss ich auf jeden Fall was hier machen. Muss ich also gegen die Häschen kämpfen, oder wie? Das ist das Einzige, was mir hier einfällt. Kann man nicht irgendwie mit Shift oder STRG diese Leiste da oben durchscrollen? Hallo? Ah ja, ich glaube, der stirbt einfach in dem Sinne, dass er verschwindet. Truppen tut da aber anscheinend nichts. Zumindest sehe ich nicht visuell was, was da liegt. The fuck, Alter. Eins. Ja.
Wo genau läuft der hin? Stehen geblieben! Warum regeneriert er sich wieder regeneriert? Ich verstehe das nicht so ganz. Sugar Stacks. Sugar Stacks. Sugar. Starte ich mich hier drin schneller mit Leben und so? Ne, ich glaube nicht. Also der Typ will einen Stein. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich den hier kriegen soll. Außer Gegner töten, aber es scheint ja nicht so, als würden die was droppen. Das ist ein bisschen seltsam. Einmal Hasen und Steine? Weiß ja nicht. Dachte, er liegt in Steinbrocken und von dem hau ich dann einfach mit einer Spitzhacke mit einem Stein runter. Ja, genau so läuft das. Oh, warte, hier liegen Steine am Boden. Kann ich hier einfach aufheben? Oh, halt mal. Oh! So, not equipable. The rock looks at. Mush is it. Ah, ist einfach nur rumlaufen, die Steinchen aufsammeln. Naja, gut. Stones away. Get stones from. Ich glaube, ich muss alle getten. Ist der auch immer mit gemeint? So ein riesiger Stein einfach. Habe ich die aufgehoben nebenbei? Hebt man einfach Sachen auf, wenn man drüber läuft? Waren das alle Steine? Ich sehe keine mehr. Ich schätze mal, es ist erst erledigt, wenn alle Steine aufgehoben wurden, oder? Ich soll, schätze ich mal, dass hier von den... nein, das war der falsche Emote. Was ich falsche Taste. Von den Steinen hier bereinigen, oder nicht? Da sind auf jeden Fall welche. Stein. Die Blumen sind das da? Ja, okay. Stein. Stein. Wie viel Haus brauche ich zwar nicht, aber ich sammle mich trotzdem ein. Wenn ich schon herausgefunden habe, dass das geht, dann mache ich das auch. Also man muss sich nicht extra ums Looten kümmern und der Charakter hebt einfach alles auf. So, was ist unser Looting-System? Anscheinend immer noch nicht alle. Da hinten sind welche, aber da ist zumindest einer. Da ist noch ein zweiter, der meint, Luft chillen zu müssen. Da ist noch ein dritter. Und ein vierter. Da steht ja sogar alles da. Lol. Global Chat steht das alles drin. Wirkt ja fast wie eine Debug-Konsole, wenn das da drin steht. Ah, okay. 10er Stack ist Max von Blümchen. Ja, werde ich die wahrscheinlich verkaufen, weil ich sehe. Es sieht nicht so aus, als hätte das Spiel irgendwie eine Crafting-GUI oder sowas, wo man Sachen herstellen kann. Also wird es wahrscheinlich das Beste sein, es zu verkaufen. Sag mal, braucht er nur einen Stein oder wie viel braucht er? Oder muss ich wirklich alles wegräumen, weil es kommt mir so vor, als würde es wie spawnen.
Mach einfach mal ein Stack voll. Schauen, wie hoch sich das Stack 30. Bin der Steinsammler. Und da ist wieder einer. Okay, jetzt haben wir 30 Steine. Schon liegen dahinter wieder Steine. Ja, 30er Stack ist Max. Okay. An den Dingern kann man sich ja auch Geld verdienen. Zwar nicht gerade viel, weil sie nur ein Bit wert sind, aber hey, besser als nix. Ja, findest du schon, oder? Okay, dann schauen wir mal, ob ich genug Steine gesammelt habe. Level 4! Ja, yeah, was ist das hier? Ist das nur damit dafür da, dass man sieht, dass ich auch Sachen im Inventar haben kann, weil sonst ist technisch gesehen ja kein visuelles Inventar da. Oder vergrößert er auch das Inventar? Ach, was weiß ich. Ah, die kann man aufstacken. Okay, einfach drauf smashen anscheinend. Man kann ich die ja nicht da hochschieben. Ah, okay, jetzt sind sie hochgeschoben worden. Das ist diesen Equipable Hat. Okay. Gut, dann wäre diese Quest hier auch erledigt. Ist da oben ein Hase? Macht er denn da auf dem Berg? Naja, muss wahrscheinlich einfach halt auf dem Berg sitzen. Ah, Teleport! Not enough energy! Teleport! Teleport! Beste Möglichkeit, sich zu bewegen. Aber eigentlich, da geht's noch nach Krautropolis. Ist das irgendwo bei uns dann oder wie? Darf ich mir das vorstellen? Weil effektiv habe ich jetzt hier gar keinen Weg gefunden, der dahin führen würde. Ah ja. Einfach mal auf die andere Seite teleportiert. Yay. Bang, 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 bang. Ja, ein Hasen. Ich habe kein Pet. Gut, dann würde ich sagen, ich fahre einfach mal wieder nach, Not enough energy. Nach Ponydale. Warum ist das immer so laut? Oh.
Und schau mal hier noch nach ein paar Quests. Ja, oder ich lasse halt regnen. Ah. Badlands. Irgendein Kaffee. Zu den Minen von Moria. Wahrscheinlich ja weniger. Okay. So ist Hasen. Hi. Der Suche nach Quests, nach NPCs, die einen Quests geben könnten. Oh, Äpfel, kann man welche mitnehmen? Fünf Rubine. Ist richtig gelesen, Rubies? Das sind Bunnies. In the Gem Mines. Ah, okay. Das heißt, ich muss eigentlich in die Minen, aus denen ich hier gerade eben schon gekommen bin. Also von der Richtung, ich gerade eben schon gekommen bin. War das hier lang? Ich bin mir nicht sicher. Ja, war's. The Mines. Sind hier drin Gegner? Fünf Edelsteine, ist keine. Alles klar? Warum können die denn den NPC angreifen? Auf jeden Fall weiß ich, der NPC zu verteidigen, das kann man ja schon mal sagen. Also sind hier Diamanthunde oder wie? Warte, ich habe hier einen Questmarker. Glücklicherweise eine Map, die mir dabei hilft, herauszufinden, wo ich lang gehen muss, lang gehen kann. Tun, tun, tun. Ist das was zum Ansprechen? Oder? Use? Use? Brauche ich vielleicht irgendwas wie eine Spitzhacke oder so, um hier effektiv was machen zu können? Use? Vielleicht. Keine Ahnung. Ah. Okay, jetzt ist. Hier ist es etwas ausgebauter. Hier sind Gebäude. Oder weil er Zelte. Das trifft zwar eher. Eher Zelte als Gebäude.
Gib Steine. Kann ich die einsammeln? Einfach so vor der Nase wegklauen. Noch eine Quest hier drin? Okay. Die leveln sich nicht alle gleich stark, die Dinger anscheinend. Zumindest sind die Leisten nicht mehr gleich. Ich muss von irgendjemandem mir eine Spitzhacke holen. Von irgendjemandem, irgendwo, irgend. Was, irgend. Danger. Warum sind die denn auch hier drin? Ich habe noch eine Quest in der Richtung. Ich möchte eigentlich nicht direkt in die Danger Zone, das sind ja Gegnats. Ich würde sagen, das sind Gegner. Ah, da oben müsste ich eigentlich rein. Soll ich einfach mal durchlaufen? Ah, das ist Skill Nummer 1. What? Hä? Warum? Ah, ich hab doch ein Schild! Ich ging von aus, dass ich unsterblich bin mit dem Schild. Aber wohl anscheinend doch nicht. Das ist schade. Dann wird das wohl auch nicht so leicht, das hier zu machen mit den Minen. Eine Level-Empfehlung oder sowas steht bei den Quests nicht dabei oder so. Das wäre eigentlich ganz gut, damit man das so ein bisschen sehen kann. Nope. Ah ja, dann nicht. Dann keine Level Empfehlung, falsche Taste. Das war auch falsche Taste. Genau, hier ist die. Hier noch andere Personen. Da sitzen welche auf einer Bank. Okay. Und genau steht die da drauf. Zirkus, kann man da reingehen? Okay, der hatte mehr zu sagen. Oh, die Karussellboutique ist hier. Da gehen wir auf jeden Fall auch noch rein. Ja, wieso nicht? Nein. Böser Selektor. Oh, Schaff.
Was gibt's denn hier so? Ich frage mich, warum hier keine Werte stehen oder sowas. Ach, naja, Doc. Stoffe. Eine Wand. Nähmaschine. Pink Table. Oh, ein Spiegel. Ist cool. Hat das Haus nicht eigentlich auch einen zweiten Stock und vor allem noch ein paar mehr Zimmer als nur dies hier? Das ist eine Tür und das ist dahinter? Oder so? Gute Frage. Nächste Frage. Boing. Boing. Bing. Ach so, war die falsche Leiste ausgewählt. Naja. Oder lässt ja Candies regnen. Dann würde ich hier mal sagen, bewerte nicht vergessen. Beim nächsten Mal schaue ich dann, gehe ich dann mit meinem Cousin in Everfree Forest. Oh, oh lol. Sieht ja aus wie Twilight. Also, wie gesagt, bewerte nicht vergessen. Und,